Der Skistock hier ist nicht irgendwie zusammengeschoben. Normale Länge. Auch sonst hatten wir auf den ersten Metern mit ein paar ungewohnten Dingen zu kämpfen. Die Weidezäune waren bereits wieder aufgestellt, inklusive gespannter Stacheldrahtzäune. Hier hatte es noch vor einer Woche Frühling und nun sind wir zurück im tiefsten Winter. Gestartet sind wir am Dorflift in Bolsterlang und über die zu dieser Jahreszeit schon lange nicht mehr im Betrieb befindliche Piste geht es hinauf zum Weiherkopf. Das hätte ich nie für möglich gehalten, dass ich da in dieser Saison noch eine Skitour hochmache. Die Stelle mit dem Skistock, hier hat es nicht einmal 1200 Höhenmeter. Unten war der Schnee noch feucht, hier an der Mittelstation ist er schon richtig flockig. Und ein komplett eingeschneites Skidu. Es hat den ganzen Tag geschneit und um die Mittelstation herum hatte es besonders schlechte Sicht. Hier nehmen wir schon den letzten steilen Hang zum Gipfel in Angriff. Und es sieht so aus, dass man die Abfahrt ziemlich direkt nehmen muss, um nicht zu versacken. Tiefster Winter mitten im Frühling. Die Bergstation der Weiherkopfbahn kommt ins Blickfeld. Nun sind es nur noch ein paar Meter. Und das Gipfelkreuz befindet sich gleich hinter der Bergstation. Und die Abfahrt war dann schon wie im Aufstieg vermutet. Oben tiefster, feiner Pulver, aber fast schon zu tief. Am besten den breitesten Ski mitnehmen, den man hat. Die Spur zumindest sieht ganz brauchbar aus. Im Mittelteil hatten wir dann mit sehr schlechter Sicht zu kämpfen. Ich sehe gar nichts. Der hat sich erst besser fahren lassen als der oben, gell? Nach unten hin wurde der Schnee zwar wesentlich schwerer, aber er ließ sich irgendwie auch ganz gut fahren. Uns hat die Skitour jedenfalls mehr Spaß gemacht, als bei Regen spazieren zu gehen.